Herzlich willkommen bei dem Preview-Livestream mit Warhammer 40k, Gladius, Relics of War. Wir zeigen euch am Vortag des Release des Spieles dieses erste 4X-Spiel überhaupt im Warhammer 40k-Spiele-Universum mit einem Multiplayer-Match. Lorenz Ruhmann, der Entwickler, und ich, Writing Bull, zusammen in einem Kampf gegen zwei meiner Community-Moderatoren von community.writingbull.de im Kampf gegen Myxan und Zakor. Ein Willkommen an alle, die dabei sind. Hallo. Hallo. Wir zeigen euch die Kämpfe an zwei Fronten. Hier unten kämpfen gegeneinander, das sind die Grünhäute, die Orks von Zakor gesteuert. Er hat sich dieses Artefakt hier geholt, einen uralten Pfadschneider, was immer das ist. Und direkt darüber stehen drei meiner Helden. Steht ein Held, die anderen kannst du ja noch nicht. Also steht ein Held von mir, ein Lord. Und dann all die anderen, mehrere Kavallerieeinheiten sind noch mit dabei von mir, die kannst du mal nicht sehen. Und verschiedene andere Einheiten, noch mehrere Atomraketen im Hintergrund positioniert. USW, AKW. Was ich übrigens auch witzig finde, sind die ganzen Sprüche, die die Einheiten so zwischendurch ablassen. Und das hat gerade bei mir relativ gut gepasst, weil du hast so gefragt, dieses Relikt da, keine Ahnung, was das ist. Und in dem Moment hat meine Einheit gesagt, keine Ahnung, was das für ein Ding ist, das ist was für die Max. Das passt in der Tat. Hier kommen immer so eine Sprüche. Da muss ich erwähnen, dass das sogar kein Zufall war, sondern wir haben die Sprüche sind je nach Sachen, neben denen man steht. Das heißt, gegen andere Gegner und neben Artefakten kann in der Tat sein, dass er was sagt, das eben auf die Entdeckung zugeschnitten ist. Da hat sich unser Schreiber wirklich so viel Mühe gegeben. Also das ist ziemlich cool, ja. Auf der anderen Seite der Front im Nordosten stehen sich gegenüber das Astra Militarum von Lorenz, dem Entwickler von Lorenz Ruhmann, und im Augenblick nicht zu sehen, zumindest für uns. Habt ihr euch irgendwo versteckt? Die Truppen von Myxan, deine Space Marines, wo sind die Jungs denn? Ja, du siehst ja hier vielleicht diese grüne Linie und dahinter ist die massive Front aufgelaufen. Und ich muss natürlich eins sagen, ich meine, das Spiel heißt ja Gladius. Ja. Also eigentlich habt ihr gar keine Chance, weil das Gladius ist ja sowieso das Kampfmesser, das die Space Marines eigentlich immer im Nahkampf verwenden. Also ihr habt null Chance, dieses Ding überhaupt zu gewinnen. Der Sieger steht fest, der billigen Kriegspropaganda, das zweifelsohne Myxan, der das, glaube ich, gelernt hat im Kreis der Tafelrunde, unsere meiner Kunde, die Moderatoren. Wir machen regelmäßige Kriegspropaganda- und PR-Wochenendseminaren, wo ich versuche, euch ein bisschen zu coachen, wie man billige Sprüche raushaut, die möglichst effizient für Schaden und Verwirrung und bisweilen auch für Fremdschämen wie in diesem Fall sorgen können. Danke, dass du immer so gut aufgepasst hast. Ich hätte jetzt sonst gesagt, an Harrys Stelle, dass er sich im Weltraum befindet und gerade Asteroiden auf deine Basis fallen lässt. Auch das. Das sei die Space und Blitze Marines. Aus dem... Punkt, ne? So, jetzt aber vorbei mit dem freundlichen Dissen. Tschüss, bitte verlasst mal unseren Audio-Stream. Wir holen euch später wieder dazu. Wir spielen weiter und gehen mal eine Runde weiter. Ihr habt ja nur auf mich gewartet. Ciao. Tschüss. Oh weh, meine Soldaten sind in der Bredouille. Ja, ich versuch's mal. Nein! Nein! Ah, das ist nicht schlecht. Die Orks, die sind wirklich, also Boys, sind wirklich nicht gut im Overwatch. Einfach weil sie nahezu keinen Schaden machen. Und er hat gerade seine Nahkampfangriffe verbraucht dadurch. Also der Zacker wird sich gerade grün und blau ärgern, keine Sorge. Den Orkboss, den kriege ich so leicht nicht. Oh, jetzt steht er noch. Ah, der hat aber so ein Glück und kommt mit beiden gerade so. Gibt's ja nicht. Ich habe meine Aktionspunkte auch aufgebraucht. Alle haben aber kaum Schaden erlitten. Das ist ein Boys-Trupp mit noch zwei Trefferpunkten. Das Artefakt in der Mitte, der Walk-Boss, ist sehr mächtig. Den kriege ich so leicht nicht klein. Den Boys-Trupp dagegen schon eher. Die haben ja alle sehr geringe Panzerungen. Was ich natürlich noch bräuchte, wären mehr Einheiten. Ich habe noch die schwebende Einheit hier oben. Mit der will ich mal unbedingt die nächste Stadt gründen.
und zieh auch mal, wie viele Bewegungspunkte hat die 3? Einen Tipp noch, mit deinem Lord, du könntest deinen Mancatcher einsetzen, um diesen extrem schwachen Boys zu immobilisieren oder seine Bewegung auf 1 zu reduzieren. Was meinst du? Meinst du den Angriff der Lehrer? Nein. Das ist das Item, den Gegenstand, den du bekommen hast. Der Ach so. Kann eine Einheit verlangsamen für 3 Runden. Das heißt, wenn du den wirklich kriegen willst, dann könntest du den auf dem Boy einsetzen, auf dem einen. Und dann könnte er nur ein Feld davon rennen. Also wahrscheinlich würde er auf die Pyramide flüchten. Gute Idee. Könntest du ihn dann... Ja, oder du hebst es auch für den Helden. Aber jetzt hast du ihn gecatcht. Ja, ja, sehr ich gut. Könnte okay. auch... Der Angriff der Lehrer hat mittlerweile... Zwar ist mittlerweile voll. Wenn ich... Den muss ich allerdings klicken, bevor ich... Nee, verbraucht Aktionspunkte, steht hier. Genau, der, ja, das ist das Problem. Der verbraucht eine Aktion. Das heißt, du kannst den leider nicht einsetzen. Das heißt, aber ich, ja, denn der... Ja. Das heißt, ich müsste ihn in der nächsten Runde dann einsetzen, um in der übernächsten Runde einen Angriff durchzuführen mit ihm. Nee, du kannst ihn dann, solange du einen Aktionspunkt frei hast, kannst du den Void-Angriff einsetzen. Und er ist halt, je stärker, je mehr Ladungen du hast. Das heißt, der ersetzt den Standardangriff, der setzt sich nicht auf den Standardangriff drauf. Alles klar, dann mache ich das zu Beginn der nächsten Folge. Kann ich jetzt vor der nächsten Runde, kann ich vor dem Rundenwechsel schon Bewegungs- und Angriffsbefehle geben? Vermutlich nicht. Theoretisch schon, aber sie werden vor, also am Schluss der Befehle kommt die... Ich weiß nicht auf Deutsch, aber Execute Queued Orders, dieser Befehl, dass es wirklich ausführt, weil alle Leute wollten, dass man erst drücken muss, bevor die Befehle ausgeführt werden. Also am Ende der Runde gewissermaßen haben wir das eben eingebaut. Und dementsprechend ist es natürlich im Mehrspieler, kannst du dich nicht direkt drauf verlassen. Also ja. Ich würde da einfach versuchen, schnell zu reagieren. Fürs Multiplayer-Match, ich bin mal in die Einstellung gegangen. Ich werde ja immer hin und her teleportiert, wo irgendwo Action ist. Kann ich das ausschalten, sodass ich sofort zuschlagen kann, bevor Zakor zieht? Ja, das würde ich dir empfehlen. Und in der Tat, unter Einstellungen, Scroll to Action, entfernst du das. Also das habe ich auch gemacht. Das ist im Mehrspieler in der Tat sehr wichtig. Mhm. Ist das Fusch oder ist das tricky? Ist das sowas wie wie das umgekehrte Zeitspiel beim Fußball? Ja, nee, das ist vollkommen legitim. Also ich denke eh, dass sehr erfahrene Spieler, die wissen ja, wo sie sich drauf fokussieren wollen. Also dieser Kamerawechsel, das ist eher für die neueren Spieler, damit sie sehen, was passiert während der eigenen Runde oder wenn Gegner von hinten kommen etc. Also ja. So, ich habe auf eine Runde weitergeklickt. Dann bin ich bald. Oh, Rot ist immer noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, dass Myxan in Kürze was unternehmen will. So, ich gehe dir auch nur der Popo auf Grundeis, um es mal vor dem auszudrücken. Mm. Das. Okay. Das hat nicht geklappt. Der konnte mit seinen Bewegungspunkten weiterziehen. Ach, ich hatte dieses Here We Go eingeschaltet. Oh. Ah. Oh, das ist interessant. Also, ich hoffe, dass... Wurde das jemals getestet? Also, ihr seht, wir haben sehr viele Fähigkeiten. Also, das könnte sein, ob er Here We Go eingesetzt hat. Wie weit konnte er denn ziehen? 2 Punkte. Hast du es zufällig gesehen? Also, ein Punkt wäre normal. Das hätte er immer gekonnt. Und der nächste Punkt könnte das muss Here We Go sein. Ja. Ach, das ist ja gemein. Finde ich aber eigentlich irgendwie okay. Ja, ja, gute könnte ist richtig, ja, ist natürlich schon stark, aber ja, gut. Oh ja, greif sofort mit deinen, du kannst fast killen wieder, mit deinen 2 Warrior, nice. Ein bisschen mehr Schaden, vielleicht stirbt er trotzdem noch am Morallos, weil Orks, nein, er greift an. Was, und er kann auch einen... Was? Einen konnte er noch mitnehmen, den zweiten aber nicht. Der hat keinen Aktionspunkt mehr. Den würde ich gerne ausschalten. Dafür muss ich aber in dessen Nähe kommen. Ich komme nicht dicht genug ran mit dem Lord. Ich habe noch die Fähigkeit Angriff der Leere. Oh, aber das wäre für einen Rockboss vielleicht. Ja, richtig, ja. Oder gegen die Boys vielleicht da unten wäre es auch ziemlich stark, weil es halt ein Nahkampfangriff, aber die sitzen in der Ruine. Ja, würde auch nochmal. Jetzt haut er auch ab. Tatsache. Jetzt flüchtet er. Feigling! Ich mach's mal anders. Ich zieh den Außenposten rein. Hol mir das Sperrfeuer noch ab. Da unten von... Ja, das sind Krothunde. Ah, nein, jetzt kann ich nicht weiterziehen. Ach, weil die Krothunde... Ja, Zone of Control. Oh nein. Das ist ja...
Das ist natürlich unglücklich. Aber du hast noch einen Angriff. Du kannst die Kruthunde töten und bekommst damit die Erfahrung. Das ist auch gut. Passt. Sehr gut. Die Erfahrung geklaut. Gibt es vielleicht sogar ein Level-Up? Ah, wie viel fehlt? Ah, nein. Du hast leider noch keine Erfahrung ansonsten. Ah, der kam immer gerade so. Also das Wichtigste ist in der nächsten Runde, dass du diesen einen kleinen Ork platt machst. Mit am besten schon wirklich sofort einen deiner Warrior anwählen und sofort rechts drauf hämmern auf dem Ork, damit wir die neue Runde anfangen, genau, dass du da gleich direkt feuerst. Ich gründe erstmal eine weitere Stadt jetzt. Hier vorne. Hoffe, das klappt. Mit dem Canoptech-Spider. Weil selbst in Zeiten des Angriffs sollte man ja auch perspektivisch denken. Gründe hier eine Stadt. 50 Energie, 50 Einflusspunkte gehen drauf. Ja, ist sie. Abdukmun. Genau. Brauche Erz ganz dringend, habe nicht mehr viel Erz. Ja, ich und auch, das mal ist schauen, auch mein Problem. Wo ich ein Erz, aber habe hier eine Dreierstadt, wo man drei Gebäudeslots drauf hat. Leider allerdings nur ein Energiebonus hier. Dann setze ich eine Energie hier drauf. Einen Energiekern setze ich hier drauf. Weil die braucht man ja auch. Mhm, ja. Ich hab mich auch in meiner Build-Order, muss ich sagen, verspielt, weil durch die Quests bekommt man normalerweise Ressourcen. Und da ist der Start okay, aber ich habe schon gemerkt, also meine Ressourcen sind etwas zu knapp. Ich habe zu viele Produktionsgebäude gebaut, das heißt, ich kann nicht durchgehend produzieren. Also das ist in der Tat trickreich, da die optimale Build-Order zu finden, beziehungsweise wenn man keine Quest hat. Einen weiteren Gegenstand bekommen, dadurch, dass ich hier eine Ruine besetzt habe, eine Kampfstimulanz, gebe ich gleich mal rüber zu unserem Helden. Und erhöht den Schaden der Einheit alle drei Runden. Wäre jetzt ein bisschen schade, wird für den automatischen Gegenschlag gelten, aber den habe ich ja nicht, weil ich einen Aktionspunkt verbraten habe. Das heißt, das mache ich dann zu Beginn der nächsten Runde möglicherweise. Mhm. Kampfstimulanz. Okay. Eine Runde weiter. Alle hatten auf mich gewartet. Okay, jetzt musst du möglichst schnell den Ork töten, den kleinen. Dann bekommst du die Erfahrung mit allen deinen Einheiten. Das wäre auf jeden Fall fantastisch. Oh, Sakko wird von weiteren Crewtaunten angegriffen, seine Orks, mit denen er geflüchtet ist. Bitte ist warten, gut. Bitte warten, bitte warten. Jetzt. Nein, ich melde den Angriff. Nein, er ist geflüchtet. Er ist weggelaufen, weil ich durch eine Forschung weggesprungen bin, deshalb. Ja, okay. So, jetzt haben wir den aber. Na, oh, da ist der andere, anders. Der ist extrem lau schnell. Genau. Nein, er haut auch wieder ab. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn ach, er aber Moment, abhaut, dann schnappe ich mir den Walkboss stattdessen und mache da einen Angriff mit dem Angriff der Leere. Er kann nur ein Feld weit abhauen. Genau, wegen. Oh nein, du warst jetzt zwei wegen Rapid Fire. Ich weiß, wieso er vorhin entkommen ist übrigens. Das war kein Here we go, sondern er hat das Bewegungsartefakt. Es gibt einen extra Bewegungspunkt. Ah. Oh, mein Lord ist fast draufgegangen. Dann werde ich ihn zuerst mal heilen. Plus 6 Trefferpunkte. Mit der Necrodermis-Reparatur. Jetzt hat er wieder 9. Und dann ziehe ich am besten vielleicht auf den Wald drauf. Der hat noch, der Walkbus hat auch nur noch 9 Trefferpunkte. Ich könnte die die Kampfstimulanz mir nehmen. Plus 25% Schaden habe ich jetzt. Und jetzt noch den Angriff der Leere zusätzlich. Mal gucken, ob das. Achso, der Gegenstand ist jetzt weg. Ja, der wird konsumiert und das dauert jetzt 3 Runden. Das okay, heißt, die nächsten 3 Runden hast du. Genau. Also, du siehst jetzt, wenn du über deine Trades hoverst, siehst du deinen Kampfstimulant. Aber ich habe ja gar keine Aktionspunkte mehr. Das ist korrekt, du hast ihn ja schon angegriffen. Jetzt gilt denn dieser. Die 25% gelten die für den nächsten Angriff auch beim Rundenwechsel? Ja, das dauert die nächsten 3 Runden. Das heißt, die nächsten 3 Runden kämpfst du mit dem Bonus. Okay. Aber du hättest natürlich vor dem Angriff das benutzen sollen, ja. Aber na, das habe ich jetzt verabsäumt. Ich kann mir jetzt als Artefakt holen in der Mitte. Bringt mir das, kostet mich das einen Aktionspunkt? Ich glaube nicht, ne? Doch, das kostet dich einen Aktionspunkt, das Erobern von Artefakten. Das heißt, das musst du jetzt abwägen. Auch Sinn machen würde, vorzumarschieren und jetzt auch mit Rapid Fire auf den Warboss zu kämpfen, zu schießen. Ich zieh auf jeden Fall in den Wald rein. Sehr gut. Und wenn ich jetzt mit... Muss man auf mein eigenes Spiel achten, ist so spannend, dir zu verfallen. Wenn ich jetzt draufgehe... Ich hoffe, der bewegt sich da oben nicht. Was, das Artefakt bringt einen Bewegungspunkt. Ich hole mir den schon mal, das genau. Artefakt. Weil früher oder später muss ich das eh. Und ja, das war's. Ein Captain wurde entdeckt hier rechts oben. Forschung. Ja, die Forschung hat mich das eben gekostet.
Übrigens, dadurch, dass wir eine zweite Stadt haben, haben wir neue Basiserträge in der Stadt, an allen wichtigen Ressourcen, auch an Forschungspunkten. Ihr seht, dass sich dadurch unsere Forschungspunkte halbiert haben. Unsere Forschungsdauer hat sich halbiert bei allen wichtigen Sachen hier. Die Frage ist, was holen wir uns jetzt als nächstes? Die Ebene 2 habe ich jetzt 2. Ich könnte auf die Ebene 3 wechseln bei der Forschung. Ich könnte den Kryptek habe ich freigeschaltet, den Helden. Den könnte ich jetzt produzieren. Loyalität erhöhen, königliche Pyramid Destroyer Lord. Aber wir müssen... Oh, das ist dein dritter Held. Ich guck mal, ob ich, das habe ich nicht mehr genau im Kopf, ob ich gerade einen Helden produziere hier in der Heimatgruft. Habe ich nicht. Ich kann einen Kryptek da allerdings einstellen und das mache ich auch mal. Ja. Und dann gehe ich rein in die, der dauert 6 Runden. Dann könnte ich den dritten Heldentypus freischalten, der wäre in 4 Runden fertig, der Destroyer Lord. Ich schaue mal, wie das mit dem Bevölkerungslimit ist in Heimatgruft. In der nächsten Runde ist die Stadt voll. Dann habe ich die 6er Bevölkerungslimit ausgeschöpft. Das heißt, das wird ein Grund, wäre ein Grund dafür, dass man hier Unterkünfte baut, ein Gebäude für die Erhöhung des Bevölkerungslimits. Ich würde dafür sprechen. Setze ich mal ein, erforsche das. In einer Runde ist das nächste Gebäude fertig. Ein Erzgebäude, das heißt, eine Runde aussetzen, vielleicht ein Hexfeld räumen und dann hier die Unterkünfte bauen. Das könnte Sinn machen. Ganz rechts werde ich von Kothunden umzingelt und gehe denen aus dem Weg, weil mit dieser einzelnen Einheit hier, oh, da oben ist ein Space Marine, ein Captain, der holt sich gleich den Außenposten zurück. Den kannst du sehen, ne? Ja, das sehe ich allerdings. Okay, also wenn sein Held da unten ist, dann sollte ich vielleicht doch in Kürze meinen Zug ebenfalls machen. Ich ziehe mal mit meinem Krieger runter, gehe den Kothunden aus dem Weg und versuche einfach nur Außenposten zu sammeln. Genau, versteck dich auf jeden Fall im Wald, das ist sehr wichtig bei den gegen die Wildkreaturen. Oh, da ist noch ein Artefakt unterhalb von dir. Aber das heißt, da ist ein Enslaver hier irgendwo. Oh, da ist er. Oh. Oh, du hast gerade auf die Kruthunde gefeuert, das könnte sie jetzt befreien, aber die andere läuft weg. Alles gut. Deine Hauptstadt oder deine Neustadt wird von Ambuls angegriffen. Nein! Ja, oh. In dem Augenblick, wo Zakor gezogen hat. Ah, oh, du hast Overwatch nicht deaktiviert. No, dein Held! Oh, der Held ist draufgegangen. Das ist bitter. Das ist bitter. Das spricht jetzt sehr für einen taktischen Rückzug. So dicht an der Orkstadt. Ich ziehe mal mit beiden ab. Mit dem ersten kann ich nicht abziehen. Ich kann aber 50 Einflusspunkte benutzen, um ihn weg zu beamen. Soll ich das machen? Das würde... wobei, aber das ist... Die Sache ist ja... Vielleicht solltest du doch versuchen, den Punkt zu halten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe schon eine Einheit abgezogen. Aber ich weiß nicht, ob er direkt kommt, ob er jetzt vormarschiert, weil du hast deine Einheiten schon schwer verletzt und sein Warboss ist halt etwas knapp dran. Eine Einheit habe ich abgezogen, den anderen lasse ich dann an Ort und Stelle stehen. Heimatgruft hat 6 Gebäude. Hier haben wir einen, den zweiten Canoptic Spider, den habe ich hier. Der hat mich eben weggezogen. Leider vom Angucken hier, deshalb war ich zu langsam beim Ziehen. Den ziehe ich mal rüber. Oh lala. Und jetzt sehen wir hier unten noch einen Ork. Da steht der Boystrupp und versucht zu heilen, ganz im Süden. Oh. Sehr interessant. Ja, aber er sieht dich auch. Aber vielleicht kannst du mit deinen Necrons, wenn du dich zurückziehst, in die Ruinen auf 14.5 oder so ziehen, um dir zumindest diesen Ork-Trupp noch zu bekommen. Er kann im Augenblick nicht mehr ziehen. Was würdest du mir für die Produktion in der Heimatgruft empfehlen? Eher noch einen gewöhnlichen Krieger oder einen Canoptex-Spider? Schwierig. Ich meine, du hast schon eine Spider. Die Krieger sind schon auch gut. Die Canoptex-Spider regeneriert, glaube ich, nicht jede Runde. Das ist der Vorteil der Krieger.
Auf der anderen Seite hast du natürlich hier auch viele Ruinen und Wald. Also ich glaube, ich würde noch... Was ich alternativ machen könnte, wäre noch einen Carnotic Spider zu mir zu holen und damit Richtung Osten zu marschieren, Richtung Myxan und auf der Gruft, die ich da mittlerweile in der Mitte der Karte freigelegt habe, da eine Stadt zu gründen, die dritte Stadt. Da müsste ich dann 100 Energie und 100 Einflusspunkte, glaube ich, sparen. Stimmt das? Ja, aber das ist, glaube ich, ich glaube, es ist zu früh für die dritte Stadt, weil du darfst nicht vergessen, jede Stadt gibt dir einen Loyalitätsmalus in allen Städten. Das bedeutet nicht nur, dass es mehr kostet, das heißt, du musst es auch kompensieren durch Loyalitätsgebäude etc. Und ich glaube, das ist zu kostet zu viel so früh am Start, ist meine Meinung. Aber ich habe es noch nicht getestet, also wer weiß. Meine zweite Stadt wird angegriffen von Ambuls, hat aber viele Trefferpunkte und sollte es eigentlich packen. Mein Krieger ganz im Osten könnte von Enslavers sich geschnappt werden. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, aber die sehen mich im Augenblick nicht, weil ich im Wald bin. Da will ich jetzt aber keinen Mist bauen. An denen muss ich mich irgendwie vorbei mogeln. Oh, die Enslavers können dir ja eigentlich nicht viel. Na gut, aber sie haben schon auch Schaden, aber das ist ja so richtig. Also als Necron bist du ganz gut dabei. Wegen meiner Moral, weil die intakt ist, oder? Genau. Ja, du bist Maschine, die kontrolliert man nicht so leicht. Das sagt meine Freundin mir auch immer. In der Heimatgruft könnte ich jetzt, wie gesagt, entweder einen Canoptic Spider oder einen Krieger. Ich glaube, ich baue noch mal einen Krieger, wegen diesen Heilfähigkeiten. Der soll dann hier entstehen und kann in der Stadt auch wieder was bauen. Das setze ich in einer, zwei Runden werde ich die Unterkünfte fertig haben. Die Frage ist, wo setze ich die hin? Oder, weil der normale Bau geht eh nicht. Ich könnte höchstens noch ein Hexfeld mir holen. Könnte ich die zwei Runden gescheit verbringen. Und ich glaube, ich mache hier oben. Ich hole mal das hier, das sind einfach nur drei Felder. Drei Städte, drei Felder ohne irgendeinen Bonus. Das könnte ich nutzen. Da kann ich nachher irgendwelche Loditätsgebäude oder was auch immer draufsetzen. Das hier oben. Stadt verlassen, Zug beenden. Oh, die Crude-Hounds jagen dich. Wow. Ja, in Wäldern sind Crude-Hounds echt gefährlich, weil sie sogenannten Waldheimlichkeit oder Forest Stealth haben. Das bedeutet, man bekommt keinen Overwatch-Fire gegen sie im Wald. Macht sie halt schon ganz trickreich. Ja, den habe ich fast mir geholt. Da wollen wir noch einmal nachziehen. Hier rein, möglichst weit weg. Und einmal nachsetzen. Der Boys-Trupp war Geschichte, genau. Rache. Und mit dem Krieger war ich weggezogen. Ich glaube, den ziehe ich jetzt wieder runter. Oder, also ich glaube, die Stadt muss ich nicht helfen gegen die Ambuls. Ja, nee, mein Vorschlag, platziere den in der Tat auf der Ruine. Dann kann er das Artefakt sich nicht zurückholen. Schnell, 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 bevor es sich holt. Ah, Sakola. Ja, ich glaube, du hast es geschafft. Sehr gut. Das war sehr knapp. Gut, sehr gut. Das war knapp in der Tat. Das war genau sein Plan. Ich könnte angreifen, bringt mir aber herzlich wenig, weil die Einheit ja besonders viel Schaden errichtet durch die Schnellfeuerfähigkeit, wenn sie direkt neben einem Feind steht. Ich lasse da stehen, mit oder ohne Overwatch. Ich denke, du kannst Overwatch schon anlassen. Bleib da einfach stehen. Würde Sinn machen, ja. Ja, du bleibst, weil richtig, man kann dich mit Fernkampfangriffen nicht wirklich erst Nahkämpfer als Ork. Das heißt, du lässt dein Overwatch an, weil Orks dann halt dann durch auf ein Feld näher heranlaufen müssen mit ihren Boys. Und dann machst du dann Doppelschaden mit Rapid Fire. Das heißt, das ist dann schon ziemlich ordentlich.
Du solltest aber deine Warrior, deine unteren, die sind leider nicht in einer Ruine, die würde ich auf jeden Fall in die Ruine da drüber abschieben. Die haben keine keine Bewegungspunkte genau, mehr. Genau, aber im nächsten Zug, ja. Damit du da auch sicher stehst. Also das Overwatch feuert, das wird dann ausgelöst, wenn die Einheit sich bewegt. Das heißt, erst dann, wenn die auf ein Feld in meine Nähe gezogen ist, dann wird gefeuert. Richtig, wenn sie innerhalb deiner Schussreichweite ihren Zug beendet, also sich da hineinzieht, dann wird darauf gefeuert, auf den Punkt. Das heißt, wenn der Boystrupp eins nach rechts oder also eins nach rechts unten ziehen würde und er wird in der Zweierreichweite bleiben, dann würde mein Trupp auch feuern, wird aber nur den halben Schaden quasi. Genau. Okay, verstehe. Wir haben Scout Sentinels erstmals im Spiel, die hast du gebaut. Korrekt, ja. Die wandern jetzt auch nach rechts ab. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mehr habe, aber mir sind, wie gesagt, die Ressourcen etwas ausgegangen. Jetzt muss ich eine Erzfabrik bauen, einen Ore-Extractor. Und wir haben ein weiteres Artefakt. Ja. Entschuldige, das Artefakt der Alten haben wir. Das bringt uns erhöhten Schaden aller nicht feindlichen Einheiten um 20%. Das finde ich übrigens sehr mächtig, freut mich echt sehr. Und weiter geht's. Also du bist schon gut dabei. Danke, kann ich für dich aber auch sagen, denn du setzt ja noch, bevor ich überhaupt in die Offensive gegangen bin, unseren Kontrahenten Myxan ordentlich unter Druck. Das ist korrekt, ja. Also der ist eingesperrt. Ich würde zwar lieben gern mir das Artefakt links oben bei mir da holen, aber das Problem ist, da ist ein Enslaver und eben so ein Castellan-Robot in der Nähe. Und ich habe so das Gefühl, sobald ich abrücken werde, wird er vorrücken. Deswegen muss ich da diese Waldposition halten. Du musst auf eine Runde weiter noch klicken? Zacker und ich belauern sich uns jetzt gegenseitig. Der Rockboss heilt langsam aus. Ja, sobald dein Cryptic fertig ist, solltest du definitiv wieder einen Lord bauen. Man darf nicht vergessen, wenn ein Lord oder so später kommt, ein Hero, dann startet er schon automatisch mit mehr Erfahrungspunkten. Ich muss jetzt dann doch mal einen Plasma-Ionisier bauen, weil mir die Energie langsam ausgeht. Oh, eine Enslaver-Einheit taucht direkt vor mir auf. Ich habe das Artefakt geholt und ich gebe sofort, das ist die von eben, sofort Fersengeld. Ziehe oben hoch. Nein, und lauf Krothunden in die Falle. Aber dann sofort drauf ballern. Dann hast du schon mal zwei davon weg, machen sie weniger Schaden. Ja, wir machen halt die Enslaver. Haben die barbarischen Einheiten des Planeten Gladius ein gemeinsames Sichtfeld? Ja, in der Tat. Also es kann durchaus sein, dass dich die Enslaver als nächstes vorknöpfen. So, jetzt kann ich, welche Forschung habe ich mir geholt? Da gibt es leider, glaube ich, keine Anzeigen. Doch, es gibt die großen Anzeigen, keine Anzeigen rechts. Welche Forschung man sich geholt hatte. Welche habe ich denn gerade dazu bekommen? Irgendein Gebäude, das ich bauen kann, glaube ich. Du hast gemeint, dass du mehr Platz brauchst. Genau. Ein Gebäude für die Erhöhung des Bevölkerungslimits, neue Unterhalts. Die setzen wir hier oben hin. Und hier haben wir jetzt zwei Einwohner. Hier läuft der Energiekern. Alles klar. Ja, alles gut so. Neue Forschung. Ermöglicht es das Karab-Nest, ermöglicht es Canoptex Spiders, Canoptex Scarabs zu bauen. Was ist das?
Das sind die Skarabäen, von denen ich gesprochen habe am Anfang. Das sind kleine Einheiten, die im Schwarm angreifen. Das heißt, man braucht Sprengwaffen gegen sie. Und sie machen auch ziemlich gut Schaden gegen Fahrzeuge speziell. Fahrzeuge. Oh, er stürmt vor was mit Boys. Vorsicht, aber dein Overwatch sollte triggern und jetzt ordentlich Schaden machen. Oh, deine zweiten haben keinen, aber die haben schon angegriffen. Oh, au, dann wird es jetzt etwas wehtun. Na, geht. Mit dem zweiten kommt jetzt nicht mehr hin. So, 10 Trefferpunkte habe ich noch mit denen. Dann hole ich einmal die Necrodermis-Reparatur. Oh, Vorsicht, da kommt sein Warboss. Oh. Wow, der ist mal heftig. Futsch! Ja, denn sein Warboss hat sogar noch eine Powered Gauntlet, die gibt nochmal plus 25% Schaden. Ich weiß nicht, ob Sakko die gefunden hat oder in einem Shop gekauft, aber das ist natürlich schon sehr stark. Unfassbar. Mhm. Ja. Was kommt, also würdest du mir das Skarabnest, das wäre das, was ich jetzt erforschen könnte, oder ein Loyalitätsgebäude, dass ich das bauen kann, erhöht die Heilungsrate von Reanimationsprotokollen, das habe ich glaube ich gar nicht. Oder Destroyer Lord, nächsten Heldentypen, den stelle ich mal ein. Ja, ja. Oh, der setzt mich echt unter Druck. Ja, der hat mit seinen ganzen Boys. Er hatte einfach einen Vorteil, dass er jetzt direkt neben seiner Stadt steht, kurze Wege hat. Was er jetzt produziert, ist sofort drüben. Und ich habe jetzt nur noch 3 Einheiten und eine Einheit ist ganz im Osten unterwegs. Ich habe nur noch 2 Einheiten. Ich glaube, ich mache, sobald ich kann, einen taktischen Rückzug. Die haben keine Aktionspunkte mehr. Von links kommt nochmal ein Boys-Trupp von ihm hinterher. Würdest du mir auch einen taktischen Rückzug empfehlen, sprich Fahnenflucht? Ja, ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo man Farmen und Flucht braucht, weil es ist natürlich schon sehr schwierig zu halten jetzt. Es ist ärgerlich, dass deine Einheiten so knapp sind, aber oder so niedrig mit den Leben, aber halt nicht ganz. Okay, also ich sehe schon, ich muss jetzt auch in Kürze da oben anrücken, weil sonst... Das Artefakt holt sich Zacko jetzt natürlich zurück. Und hier kann ich jetzt, habe ich einen Energiekern errichtet. Jetzt Gebäude würde durchaus Sinn machen. Und natürlich mehr Einfluss im Gebäude, damit ich noch ständig heilen kann. Aber ich glaube, Erz ist das, was wir zwingend erstmal brauchen. Hier gibt es ein plus 20% Erzgebäude. Das Hexfeld dazu holen. Hier unten entsteht gerade ein Bevölkerungslimits-Anhebungsgebäude. Das heißt, dann haben wir das entsprechend verteilt. Die Einheit hier im Osten. Jetzt ich hier hoch. Will mir nachher die Ruinen des Wollen wieder zurückholen. In der nächsten Runde werde ich dann auch vormarschieren, in der Hoffnung, dass da was funktioniert. Da ja sein Kapitän, glaube ich, in den Süden gewandert ist. Schönen guten Abend an alle Leute im Chat, in den Chats, auf Twitch.tv, bei Silverine, bei mir bei Writing Bull und auch auf YouTube. Was ihr hier erlebt, ist ein Multiplayer-Match, ein Preview-Multiplayer-Match. Lorenz Roman, der deutsche Entwickler von Warhammer 40k Gladius, Relics of War, das morgen am 12. Juli erscheinen wird, vergnügt sich die Wartezeit aufs Release in einem Match gegen Fans, nämlich gegen Zakor und Myxan, zwei Moderatoren von community.writingbull.de, meines Community-Forums. Er spielte Seite an Seite mit mir. Er hat Astra Militarum, die imperiale Armee. Ich selber spiele hier mit den Necrons und wir spielen gegen die Orks von Sakor und gegen die Space Marines von Myxan. Wir beide in einem gemeinsamen Team, die auch. Langer Abend liegt schon hinter uns und ein weiterer, längerer Teil des Abends steht noch vor uns. Wir werden im Laufe des Abends auch einiges noch verlosen. Diverse Keys von diversen Spielen. Rune ist Chatmoderator. Berichte mal aus dem Chat. Zuletzt wurde etwas weniger gepostet. Könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass, glaube ich, einfach geguckt wird, zugeguckt wird.
Ja, die Leute sind sehr konzentriert darauf zuzugucken. Das stimmt. Aber wir haben immer noch konstant über 200 Zuschauer. Und die Leute interessieren sich vor allem so für das Gesamtbild des Spiels. Also inzwischen haben wir ja so die Grundfragen geklärt, dass neue Fraktionen wahrscheinlich kommen werden, dass bestimmt auch noch an der einen oder anderen Sache gefeilt wird, aber jetzt ergötzen sich die Leute langsam mehr an dem Spiel, das merkt man. Es ist spannend, stellt ein Zuschauer im Chat fest, finde ich auch, das ist jetzt echt ein Hauen und Stechen, eine Phase, wo es hin und her wogt. Lorenz, du kommst auch nicht so richtig an der Front im Nordosten weiter. Also der, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, der Anfänger, der Gladius-Anfänger Myxan, der weiß seine Haut echt teuer zu verkaufen gegen dich. Ja, aber ich habe jetzt gerade sein erstes Tactical Marine Squad getötet und jetzt stürme ich weiter vor. Jetzt holst du dir einen Außenposten von ihm. Er hat allerdings hier eine Festung der Erlösung platziert. Viele das Einheiten. Ist korrekt. Einer seiner Helden, ein Captain, feuert mit seinem Pistölchen zurück. Ja. Ich versuche mit Granaten. Jede Menge Granaten. Nur die harten kommen in den Garten. So, und jetzt ziehen wir noch meinen Primaris Psyker hinterher. Der versucht jetzt noch, ihnen das Leben auszusaugen. Ah, knapp. Oh, ich schaff's trotzdem. Ah nein, der hat sich schon bewegt durch Feuer. Ah, so knapp. Das war eine knappe Geschichte. Er hat noch genau einen letzten Trefferpunkt. Hast du einen Cheatcode für Multiplayer-Notwendigkeiten? Ja, der lautet einfach extrem schnell zu klicken. Ein Zuschauer im Chat fragt dich, muss man so eine Multiplayer-Runde am Stück spielen oder kann man die speichern und später mit denselben Leuten weiterspielen? Nein, natürlich kann man das alles speichern und dann jederzeit wann anders weitermachen. Gute Stichworte, wollen wir jetzt speichern. Ich wünsche euch nur einen schönen Rest des Abends. Nein, ganz, ganz schlechter Scherz. Wir machen natürlich weiter. Die Nacht ist noch jung. Und wir haben auch noch Patronen in der Kammer oder Energie in unseren Lasermagazinen und auch noch das eine oder andere schiefe Sprachebild in unseren Witzspeichern. Sehr gut. Wir warten auf Lorenz, der wahrscheinlich nachdenkt. Na, Moment, ich muss noch kurz ein Forschungs auswählen. Dann brauchen wir den Ablock, glaube ich, weil mir auch mit der Zeit der Platz ausgeht. Liebe Grüße an Osling im Chat, der schreibt, das Spiel ist spannend und auch kompliziert. Erst viel Übung macht den Meister, meint er. Also man kommt relativ schnell rein, aber gerade hier bei diesem Multiplayer-Match, da merke ich doch die Sachen, die ich mir so antrainiert hatte bei dem Einzelspieler. Let's Play, das ich mache mit den Orks und eben, was ich vorher hatte mit den Space Marines, das alleine, das fühlt sich schon anders an, ein Multiplayer-Match zu machen. Da hat man doch knifflige Gegner dann vor sich. Und Zakor ist ja auch nach der Hund, der hat Übungsmatches mit den Orks gemacht. Pfui, wie kann man nur üben vorher? So, jetzt haben wir einen Kryptek. Das ist der nächste Held, den wir haben. Den kann ich jetzt erstmal skillen. Ich lasse dich erstmal kämpfen, da rechts oben. Dann bitte ich dich um ein paar Tipps beim Skillen. Jawohl. Ich gehe hier so alles volles Risiko, muss man sagen. Weil der Space Marine Captain ist natürlich extrem hart im Nehmen. Aber ich gehe hier voll auf. Das ist ja, funktioniert ja gar nicht gut. Oh, war ja. Ach, der ist ja unzerstört kaputt, war. Ich habe derweil Myxan ein wenig geärgert und habe ihm im Süden einen Außenposten gemobst. Das sollte seine Aufmerksamkeit ein wenig rauben. Das heißt, ich beteilige mich zumindest mit psychologischer Kriegsführung an deinen Gefechten da. Das ist gut. Bänder von Gladius. Okay, ich habe Granaten noch hier. Ich wage mich jetzt aus den Wäldern raus. Das ist natürlich schon extrem riskant als Astra Militarum. So, und ich muss natürlich noch meinen Lord Kommissar jetzt bewegen, weil der gibt ja eine Aura an meine ganzen Freunde drumherum. Das heißt, ich habe jetzt erst mit dem Kommissar da oben mit meinem Scout Sentinel gefeuert, dann meine Guardsmen vorwärts bewegt und jetzt den Kommissar, sodass die Guardsmen mit ihren Granaten profitieren. Und das ist jetzt auch wirklich ganz gut. Da kriege ich jetzt nochmal zwei runter.
Gibt natürlich jedes Mal Moralverlust für die Space Marines, selbst wenn die ein bisschen hohe Moral haben. Jetzt setzt du doch, Lord Kommissar. Jetzt setzt du doch meinen Community-Moderatoren ganz schön unter Druck. Ich hoffe, du zerstörst nicht nachhaltend seine Moral. Ich kann ihn noch gut gebrauchen. Das Urgestein Forums, das an dem hämmerst du gerade rum. Ohne Myxan hätte es unser Community-Forum nie gegeben, ganz im Ernst. Denn er hat vor mittlerweile 3 oder 4 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es das Forum gibt, ist er auf mich zugekommen, hat gesagt, du kennst mich gar nicht, ich bin ein Zuschauer deines YouTube-Kanals, soll man nicht mal irgendwas organisieren, ein kleines Forum oder so, wo wir Multiplayer-Runden machen können, ich mit einem Zuschauer und einem Zuschauer mit mir, untereinander, wie auch immer. Das Ganze ist jetzt zu einem großen Forum angewachsen, mit einem großen Moderatoren-Team von 1000 Leuten, mit ganz, ganz vielen, vielen Aktivitäten und mit 2300 eingeschriebenen Usern. Wer hätte das damals gedacht? Ich sicher nicht. Und die Tafelrunde, meine Community-Moderatoren, die stecken unfassbar viel Arbeit auch jede Woche aufs Neue. Die vielen Events, in die Betreuung der Blood Bowl 2 Liga, der Blood Bowl Liga und diversen anderen Geschichten. Jetzt hätte ich gerne von dir doch gewusst, wie ich meinen Kryptek gerne skillen sollte. Er kann heilen. Das kann ich aber mit Einfluss auch. Das haut mich jetzt nicht so um. Chronometrum. Mhm. Sorgt für eine Schadensreduktion bei der nicht feindlichen Zieleinheit. Klingt theoretisch gut, finde ich hier ein bisschen knifflig, weil kann man gegen feindliche Helden gut einsetzen, aber wir kriegen ja schon mit, je nachdem, wer wann zieht. Mhm. Was ist denn das? Und die richtige Antwort ist Nummer 3, und zwar sind es die Skarabäen. Geben einen 4-Effekt und reduzieren den Schaden von Nahkampf um 50%. Und es ist unglaublich stark gegen seinen Orboss. Das wird aber Zakor ärgern. Gedankenkontroll-Skarabäen, die sind ja im Nahkampf so stark. Angst eine Runde lang, Abklingzeit auch nur eine Runde, kostet keine Ressourcen einzusetzen. Genau, das heißt, und das dauert auch immer länger und dauert dann 2 Runden mit dem nächsten Level und dann 3 und dann ist es natürlich extrem mächtig. Da kann man schon einen Nahkampfheld echt ärgern damit. Begeistert. Ein sehr guter Neutralisierer. Das machen wir. Dann haben wir hier die Warriors produziert. Die Krieger, das ist noch ein Fehler in der deutschen Übersetzung, da wird noch Warrior angezeigt statt Krieger. Mhm. Und wir hauen mal, also der Canoptic Spider, der hat es ja gerade nicht so wirklich gebracht. Aber kann halt aus der zweiten Reihe feuern. Ich habe sonst keine mehr. Vielleicht baue ich ja doch nur eine Stadt. Den produziere ich mal als nächstes. Der ist genauso teuer wie eine normale Kriegereinheit. Dann könnte ich jetzt einen Lord produzieren. Ich habe ja keinen mehr. Deshalb ist er wieder so teuer wie zu Beginn nur. Mein Lord ist ja gestorben. Deshalb stelle ich den wieder ein. Genau. Hab nicht mehr allzu viel Erz. Ich habe, genau, und in der anderen Stadt läuft die Produktion eines Hexfeldes hier, wo wir auch Erz produzieren wollten, also alles vernünftig. 2 Einheiten, mit denen ich ziehen kann, das sind die beiden, die lasse ich mal in der Nähe der Front. Platziere ich mal in der Nähe vom Rikka-Feld, dem Außenposten der Orks, und gucke mal, was da passiert. Beobachte die Situation, verstecke sie im Wald, ziehe eine Runde weiter. Ich bin ja gespannt. Ich habe den Captain jetzt von seinem Rückzugsweg abgeschnitten. Hier bauen wir jetzt ein Erzgebäude. Oh, und er flüchtet mit dem Captain in die Ruinen im Süden. Sehr gut, darauf habe ich gehofft. Geht oben mal schauen. Beobacht mal die Kämpfe hier. Mittlerweile viel Blau im Nordosten und kaum noch Rot. Myxan ist ganz schön unter Druck. Nach Abschluss dieser Runde werden wir auch Rund die beiden Gegenspieler nochmal rüberholen in ein gemeinsames Gespräch. Aber noch nicht, erst sollen mal alle ziehen. In Ordnung, machen wir so. Ich rück noch mehr mit Guardsmen vor. Und wir haben sie entdeckt. Die Stadt der Space Marines. Ihre einzige Stadt. Lorenz zieht vor. Und wir setzen ihn echt unter Druck. Also ich habe jetzt gerade mein Primaris Psyker, hat jetzt ein Level dazu bekommen. Und jetzt habe ich als nächsten Skill den Molten Beam gewählt.
Oh, der feuert er auf meinen Scout Sentinel. Der ist natürlich gefundenes Fressen für die Las-Kanonen seiner Festung im Osten. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt den Molten Beam, also den, was könnte das auf Deutsch heißen, den Schmelzstrahl, sengender Strahl. Auf jeden Fall ist es extrem stark und das erhöht meinen Schaden um das Sechsfache gegen diese Festung. Das heißt, schau mal jetzt kurz. Also wenn ich da normal angreifen würde, würde da nicht viel passieren gegen seine Festung. Aber wenn ich diesen Strahl einsetze, hier so ein wunderbar cooler Yellow Beam und dann ordentliche 6,8 Schaden. 22 Trefferpunkte hat die Festung noch? Ja, so sieht's aus. Und jetzt muss man natürlich Stück für Stück mit den Guardsmen nach unten ballern. Man muss sagen, die Festung ist extrem schwach gegen Guardsmen, weil es eben eine Las-Kanone ist und Guardsmen in großer Anzahl kommen. Bedeutet, ich kann hier der Freischnauze, kann man was sagen, darauf losballern. Man hört, das ist jetzt so gut Lorenz vielleicht als Spieleentwickler arbeiten mag, das ist jetzt natürlich charakterlich peinlich. Man hört deutlich die Schadenfreude in seiner Stimme gegenüber einem wehrlosen Opfer, das umzingelt ist von allen Seiten nachtretend. Das sind Eigenschaften, die man normalerweise rechtsextremen Skinheads zubilligen kann, aber nicht im Spieleentwickler. Ein peinlicher Augenblick hier in diesem Preview-Livestream. Ich stehe dazu, ich bin ein überzeugter Imperialist für den Kaiser. Na dann. Das waren, glaube ich, fast alles, das wir ziehen können. Zwei Einheiten kann ich noch ziehen. Oh, die marschieren hier vorne. Was? Oh, ich habe nicht mitbekommen, vor lauter Begeisterung, wie ich ausgeschaltet wurde. Hier wurde eine Einheit ausgeschaltet. Das ist natürlich heftig. Ich habe gar nicht mitbekommen. Und ich gerate jetzt mächtig unter Druck. Hier ist ein Boys-Trupp, da ist ein Boys-Trupp. Der hat keine Aktions- und keine Bewegungspunkte mehr. Wird zwar auch nicht gesehen. Jan Zakor macht mächtig Druck. Durch das Stahlkraut kommen die schlecht vor. Die Frage ist, wohin marschiert er gleich? Ich muss meine Einheit mal beisammen halten. Die Frage ist, wo kann ich eine Front aufbauen, die hält? Also dadurch, dass er Nahkampf-Orks ist mit Boys, empfehle ich dir nicht, also entweder musst du an der Waldlinie dich positionieren, das heißt, er muss über freie Fläche auf den Wald zukommen, oder aber ansonsten in der Ebene, weil direkt im Wald kämpfen, wo du jetzt bist, da sind Orks extrem stark aufgrund ihres Nahkampfs. Im Wald zu kämpfen, wenn man sie angreift, während sie im Wald stehen, meinst du? Ja, das Problem ist exakt, ja. Sie nehmen dadurch nur halben Schaden, während du aufgrund ihrer Nahkampfwaffen vollen Schaden nimmst. Das heißt, du profitierst da minimal von. Sie machen sehr wenig Schaden mit ihren Knarren. Das ist der Slugger. Aber ja. Das sind jetzt zwei verschiedene Höhenstufen. Die Höhenstufe hier, wo das Stahlkraut sich befindet, weiter im Süden, ist die Höhenstufe 4, direkt unterhalb der Klippe im Norden. Höhenstufe 3. Und möglicherweise könnte ich mit den beiden Einheiten, die ich an meiner Heimatstadt noch habe, raufmarschieren und dann nördlich von dem Rekka-Feld mich in dem Wald positionieren, der zwischen dem Rekka-Feld und dem Jokero-Handelslager, diesem zweiten Außenposten, ist. Dann hätte ich von beiden Seiten aus die Möglichkeit, zu beiden Städten Verbindungen herzustellen, hätte kurze Wege zur Heimatgruft, die ja weiter Einheiten produziert, und könnte vielleicht da mich versuchen zu verteidigen. Klingt gut. Bevor ich aber auf eine Runde weiterklicke, möchte ich Orun bitten, nochmal Myxan und Zakor zu uns rüberzuholen. Stark gepanzerte Einheiten. Hallo, Jungs. Hi. Hallo. Juhu. Hey. Na, ganz schön spannend. Also im Westen marschieren die Grünen heute allmählich vor und wollen tatsächlich mir meine Außenposten rauben. Und haben auch gerade jemand niedergemetzelt. Ein Necron-Trupp. Im Nordosten dagegen marschiert natürlich Lorenz Ruhmann mit seinen Entwickler-Skills vor und setzt dich Myxan ganz schön unter Druck mit deiner Stadt. Aber das ist ja auch klar. Da hat eine Fülle von Einheiten dort positioniert. Das heißt, wir haben zwei Fronten gleichzeitig, die wir beobachten werden. Und haben einiges zu erleben, denke ich mal. Im nächsten Teil dieses Livestreams, wir werden, ich sage allen Zuschauern auf YouTube schon mal danke, dass ihr auch bei dieser Folge mit dabei wart. In Kürze geht es weiter. Den Zuschauern im Stream, da geht es jetzt noch weiter im Laufe dieses Abends. Bis gleich.